herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es mal wieder einen ultimativen Test. Und zwar war ich gerade beim DM und habe da drei coole neue Produkte gefunden von Shebens, die Seren. Und zwar sind das ganz neue Ampullen. Die sehen so ein bisschen aus wie Barbon oder so ähnlich, aber halt echt zu einem günstigen Preis, den ich euch hier einblende, weil ich ihn nicht mehr weiß. Und wir haben da einmal Hyaluron, wir haben Beauty und Porenfein. Ich würde sagen, ich hole euch mal ein bisschen näher ran und dann testen wir die drei. So, da bin ich. Nicht wundern, ich habe ein rotes Auge leider. Ich weiß nicht, woher es kommt, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal schreiben, woher sowas kommt. Ich hatte das noch nie. Und ich habe eine Haut des Todes. Also habe ich mir gedacht, ist das der ultimative Test? Warum ist das so? Weil ich gerade eine Low-Carb-Diät seit einer Woche mache und gefühlt alles rauskommt, was irgendwie schlecht war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich überall Pickel, meine Haut ist voll eingefallen. Ich bin bereit für den Test, sagen wir es mal so. Wir fangen an hier mit der Porenfein-Serie. Na, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. So sieht's aus. Und das sind gar keine Glasampullen, wie das erst so aussah, sondern das ist wie so eine Blisterpackung von Tabletten oder so. Und dann müsst ihr das so abreißen. Weiß ich nicht, wie mir das gefällt. Sieht so ein bisschen billig aus, aber ist schon okay. Ich meine, es ist halt auch kein... Ach so. Ah, man kann es trotzdem abknicken. Okay. Also es ist ähnlich, aber es ist halt keine Glasampulle. Es ist halt... Ja, mein Gott, es ist halt auch günstiger, ne? So, man sollte das vorher schütteln, das mache ich auch nochmal schnell. Und dann gebe ich mir da so ein bisschen was auf den Finger, weil wir wollen ja alle drei Serien testen. Und das verteile ich jetzt hier so auf meiner Nasengegend, weil ich da auch echt grobe Poren habe. Ich weiß nicht, ob das von der Diät kommt, aber ich vermute es, weil es sonst einfach nicht so der Fall ist bei mir. Und verteile das jetzt einfach mal ein bisschen. So, ein bisschen mehr, glaube ich, noch brauchen wir. Und jetzt sollen wir ein paar Minuten warten und gucken, was passiert. Tatsächlich wirkt es. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier habe ich das aufgetragen. Hier habe ich das aufgetragen, ein bisschen auf die Nase. Und es zieht tatsächlich die Poren zusammen. Ich bin mir nicht sicher, wie das bei euch rauskommt, aber hier sind die Poren auf jeden Fall noch viel, viel größer als da, wo ich das Serum aufgetragen habe. Also schon mal einen Daumen nach oben. Ich lese euch aber noch kurz vor, was es sonst noch kann. Es reduziert den Hautfettgehalt um bis zu 85%, verfeinert die Poren und harmonisiert und beruhigt. Ach, es riecht auf jeden Fall richtig gut schon mal. So, jetzt würde ich sagen, machen wir Hyaluron hier oben auf der Stirn. Da kann man ja immer ein bisschen Feuchtigkeit. So, auch da wieder selbes Prinzip. Ihr reißt es so ab. Und jetzt habe ich... Das ist aber doof. Jetzt habe ich die alle aufgemacht. Dadurch, dass ich das abgerissen habe, habe ich hier dran gezogen und jetzt ist es abgeknickt. Das ist aber doof. Schade. Kleiner Minuspunkt, muss ich echt sagen. Also da wären mir so Glasfläschchen dann doch lieber irgendwie gewesen. So, Hyaluron ist einfach ein Feuchtigkeitsspender und soll aber auch aufpolsternd wirken. Das gebe ich mir jetzt hier oben auf die Stirn. Auch da sollte ich wieder schütteln vielleicht vorher. Und, na, wieso kommt denn da nichts raus? Ah, jetzt kommt's. Ich muss mir das jetzt nochmal genau vorher angucken, wie es jetzt aussieht und wie es gleich aussieht. Ich verteile das hier oben ein bisschen. Gehe auch so ein bisschen hier an die Augenpartie mit ran. Und unter die Augen. Natürlich wollen wir da ja auch ein bisschen was aufputzen. So, ich habe das Ganze wieder ein paar Minuten einwirken lassen. Und tatsächlich fühlt sich meine Haut sehr gut durchfeuchtet an. Und meine Fältchen sind auch gemildert. Also... auch Daumen nach oben. Die scheinen echt ganz gut zu sein. Außer die Verpackung. Die ist halt so ein kleines Manko, aber ist halt so die Schäbensverpackung, ne? Die kommen alle so in dieser Form ungefähr her. Aber ich bin echt zufrieden. Also wenn ihr das hier seht, es ist immer schlecht, durch die Belichtung zu sehen. Vielleicht kriegt der Fokus das hin. Aber die sind wirklich gut aufgepolstert. Hier diese stärkeren Fältchen, diese Nasolabialfalte halt eher nicht. Aber die kleinen Fältchen auf jeden Fall. So, was kann diese Packung denn noch verbessern? Die glättet sofort erste Trockenheitsfältchen und polstert die Haut von innen auf. Hat es alles geschafft, auch ein super Produkt. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten, und zwar ist das dieses Beauty Serum. Und was das können soll, ist die Elastizität zu verbessern, strafft, glättet und pflegt und mildert Falten. Und das würde ich mir jetzt einfach mal um die Partie hier rumgeben. Also so als Tipp, zieht euch die am besten von unten auf, dann könnt ihr auch oben diese Käppchen nicht abknipsen. So. Jetzt schütteln wir das Ganze wieder vorher. Das ist so ein pinkes Fläschchen, das ist das Allerschönste, finde ich. Aber ich finde auch diese Farbkombi einfach mega geil. So, und das geben wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen hin. Und gucken mal, was... So,
Das habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen einwirken lassen und ich finde, das strafft halt so ein bisschen. Ne? Also das gibt dir wirklich so ein bisschen so eine straffere Kontur, gerade hier so in die Augenpartie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe kaum noch so Lachfalten. Lachfalten? klar, hier ist auch ein bisschen aufgepolstert. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Dekolletépflege, könnte das sein, oder eine Halspflege. Für diejenigen, die da irgendwie Fältchen haben oder so. Sehr, sehr schöne Konzentrate, also alle wirklich top. Ich habe euch doch noch mal ein bisschen weiter weggebracht. Und zwar, muss ich sagen, ist mein Lieblingsserum hier dieses Pinke, das Beauty-Serum, weil das halt wirklich so einen richtigen Straffungseffekt hat. Das ist aber auch toll, wirklich, es hat irgendwie jedes so seine Qualitäten. Ich glaube, das ist eher sowas, wenn man wirklich mal irgendwie weggeht, was vorhat oder so und sich ein richtig geiles Make-up danach machen will, weil man einfach so ein, ja, wirklich so ein straffes Gesicht hat. Das ist super cool, um die Poren zu verfeinern und das ist, glaube ich, so eine etwas, ja, ich sag mal, eine Alltagspflege. Halt einfach, wenn ihr zur Arbeit geht oder sonstiges und wollt einfach einen guten Feuchtigkeitsspender haben und natürlich auch ein bisschen geglättet sein. Dafür ist das gut. Absolutes Lieblingsprodukt ist aber dieses Beauty-Serum auf jeden Fall von mir. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet jetzt mal so einen kleinen Eindruck in diese Ampullen gewinnen. Ich fand die halt super interessant, deswegen wollte ich die sofort mit euch testen. Schaut gerne auch bei meinem Instagram vorbei, auch da heiße ich Testy Tasty. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ich sage tschüss und bis dahin, eure Laura.